Herzlich willkommen, liebe Leute, hier auf Brandzeug TV. Ich bin Chris Kempf zu einem neuen Vlog hier auf unserem Kanal. Wir befinden uns im Super Bowl in Regensburg, Heimanlage von diesem netten Mann hier, Hermann Wimmer. Ein Urgestein der Bowling-Szenerie und Gewinner der Senior Open 2019 und 2021 in Paris. Wir haben mit Hermann über ihn und seine Karriere gesprochen und wünschen euch deswegen viel Spaß beim Anschauen. Ja, liebe Zuschauer, neben mir steht Hermann Wimmer, ein Bowling-Urgestein, eine Legende des Sports, kann man schon fast sagen. Lieber Hermann, erst einmal von unserer Seite herzlichen Glückwunsch zum Triumph bei den Paris Senior Open. Und das war ja nicht dein erster Triumph, richtig? Nein, es war 2019, war mein erster Sieg dort. Und 20 kommt man leider nicht. Und jetzt dieses Jahr habe ich meinen Titel verteidigt, erfolgreich. Titel verteidigt. Ja. Was war so deine Materialwahl und was war dein höchstes Spiel bei dem Turnier? Das weiß ich. Mein höchstes Spiel ist das ungefähr und das 250 gewesen sind. Okay. Netto natürlich. Mhm. Und von den Bällen, ja gut, momentan spiele ich also teils Brunswick, teils Columbia. Mhm. Und je nachdem, was im Bandverhältnis ist, was im Bandverhältnis Das Teilnehmerfeld ist ja wirklich sehr international. Ich spiele ja mit sehr vielen, ich sag mal, auch Legenden, Gary Fabrücken zum Beispiel. Ja, ja. Wie ist es so im Finale zu stehen gegen, ich sage jetzt mal Gary oder gegen andere große Ikonen? Ist man da mittlerweile schon ein bisschen abgehärtet, so, wenn man jetzt erfahren ist, so wie du? Wie ist es so für dich? Naja, das ist natürlich so ein kleines Highlife jedes Mal und wir kennen uns ja, es sind ja meistens ehemalige Nationalspieler dort und wir respektieren uns, aber ich persönlich, ich habe natürlich den Ehrgeiz, ausgerechnet die dann, die großen Namen, nachzuschlagen. Und wenn ich eine Chance sehe, dann nehme ich das öfter nach vor. Mhm. Ja, hat sich ja auch bis dato auch schon sehr oft bewährt. Zweimal schon nach Gang jetzt schon Paris gewonnen. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, befinden wir uns hier in der Super Bowl in Regensburg. Das ist ja deine Heimanlage. Mal für die Zuschauer mal zu fragen, wie lange spielst du eigentlich schon Bowling, Hermann? Oh, ich habe natürlich relativ spät angefangen. Ich bin Jahrgang 43. Okay. Und Bowling hatte ich zum ersten Mal gesehen, als ich beruflich in Berlin war. Und da wurde dann durch einen Kameraden dann, der hat mich dann zum Bowling mitgenommen und da habe ich Bowling kennengelernt. Und dann, als ich zurückkam nach Regensburg, war ja noch keine Bowlingbahn 1973. Mhm. Dann habe ich durch Zufall wieder Bowling gehört in Regensburg und das bei den Amerikanern in Kaserne, die Anlage ist und dann ging es los und ungefähr nach 2-3 Jahren war ich dann in der Rangliste A-Klasse. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, es ging steil nach oben. Das ist schon wirklich eine Leistung. Ja, Hermann, erst einmal vielen lieben Dank für das kurze Interview. Wenn euch das Video gefällt, macht gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal kostenfrei. Lieber Hermann, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg. Hoffe, du bleibst der Bowling-Gemeinde noch lange erhalten. Weiterhin allseits gut Holz und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein hier bei Brandzeug TV. Das war wieder mal ein Vlog von uns. Heute Spielerinterview mit Hermann Wimmer, Gewinner der Paris Senior Open 2019 und 2021. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, liebe Leute. Dankeschön. Dankeschön.